Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Wir haben die Taschen voll. Die Hose vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Und wir wollten, glaube ich, nochmal der dicken Straße entlang nach hier unten fahren, wo das Fähnchen ist. Also in diese Richtung. Habe ich beim Minibike Licht an? Jetzt. So. Der dicken Straße entlang. Wo ist denn die? Ist das die Straße, die ich meine? Nee, die kommt auf... Ah, die kommt davon erst. Wir sehen natürlich nicht viel. Ne? Das ist jetzt schon mal dann auch irgendwie doof. Und das müsste die Straße sein, die ich meine. Jo. Aber es ist 22.73 Uhr, ein Hirsch. Wir sind jetzt übrigens mittlerweile in der Alpha 183B4. Ja, komm, geh weg, du blöder Geier. Primär ist das wohl eine Verbesserung für die einzelnen Sprachen. Also da wurden nochmal die Schriften angepasst, soweit ich das richtig gelesen habe. Und also einige Dinge wurden da auf jeden Fall nochmal verbessert, was die Übersetzung angeht und halt eben die Lesbarkeit der Schriften. Wenn ich das, wie gesagt, richtig verstanden habe. Und ansonsten haben wir hier mal wieder eine neue Stadt. Okay. Im verbrannten Biome. Oh. Not as beautiful as it sounds. Ansonsten hoffe ich, ich denke dran, euch vielleicht nochmal den neuen übersetzten... die übersetzten Patch Notes von Fuffel in die Videobeschreibung zu packen. Also der nimmt sich ja immer die Zeit, der Gute, und übersetzt die kompletten Patch Notes vom Englischen ins Deutsche für all diejenigen, wie mich zum Beispiel, die häufig bei den Patch Notes tatsächlich nur Bahnhof verstehen. Also das ist, ich weiß nicht warum. Klar, einen Teil verstehe ich, aber der Rest ist irgendwie so, wo ich mir denke, was genau wollt ihr uns damit sagen? Von daher bin ich da sehr dankbar drum und verlinke euch den gerne, wenn ich daran denke, in den Kommentaren, in den Video, unten, ne? Ihr wisst schon, das Ding da. Ach ja, so, und dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen, also da... Wow, Floating Minibike. It's not a bug, it's a feature. Wozu brauche ich so ein Tripod oder wie das Ding heißt, wenn ich mit meinem Minibike einfach fliegen kann? Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt überhaupt hinfahre. Ich fahre hier einfach mal so rum. Schadet ja nichts, wenn wir einen Teil aufgedeckt haben. Ich glaube, dieser Geier wird mich jetzt auch noch ein bisschen länger verfolgen. Ist vielleicht nicht ganz so gut, denn ich habe nicht mehr allzu viel Sprit im Tank. Ich fahre einfach mal Richtung Bett. Das ist, glaube ich, keine ganz so schlechte Idee und hoffe, dass ich da ein Stück weit mitkomme. Und jetzt nicht Hinz und Kunz hier hinter mir herziehe. Das muss ja nun mal nicht sein, so zombie-technisch. 11% Benzin noch. Das, Und ich glaube, es ist eine ganze Ecke bis nach Hause, ne? 10%. Ich habe zwar eine Ranch dabei, aber so nachts dann noch irgendwelche Autos auflooten, ist jetzt auch nicht so ohne. Da ist ein Bär, das... ich gebe da nochmal Vollgas. Scheiße. Wobei, bringt natürlich gut hier, ne? Das Zeugs. Das, was wir brauchen. Nitrat und auch Gammelfleisch. Aber nein. Da machen wir einen großen Bogen drum und einen großen Haufen drauf. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu knifflig. 6%. Na geil. Und schon wieder ein Geier, und ich glaube, das könnte eine Pfütze sein hier unten. Weißt du was, du dummer Scheißvogel, wo bist du?
Na toll. Das heißt, ich muss jetzt erstmal. Ich fahre tatsächlich jetzt erstmal Richtung Dingens zurück. Gucken wir mal, habe ich hier noch Sprit drin? Nein. Habe ich hier noch Sprit drin? Nein. Yay. Das sind schon mal die besten Voraussetzungen für nichts. Düm, düm, düm. Komm, wir machen jetzt mal so kurz so, weil ich brauche ja noch einen Platz. Ich benutze mal das Döschen hier. Für Ausdauer und Heilung. Und die Dose werde ich skreppen. Hier, komm. Da haben wir noch ein bisschen Platz frei. Die Wrench habe ich im Anschlag. Ist jetzt auch nicht mehr die töfteste. Aber nichtsdestoweniger müssen wir jetzt irgendwie tatsächlich zurück Richtung Stadt und müssen auch irgendwie ein Auto finden. Bevor es mir jetzt hier gänzlich an Sprit mangelt. Hoppala. Nervenkitzel pur, du. Mann, 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 Mann. Mitten in der Nacht, 3%. Zwei Prozent. Und hier ist zumindest jetzt wieder die Straße. Und da vorne ist auch schon ein Wrack. Das trifft sich gut. Zwei Wracks sogar. Okay, dann machen wir erstmal das hier hinten. Was verliere ich jetzt hier gerade? Mechanische Teile. Ja, komm. Da können wir dann höchstens die Rohre, die wir hier aufgesammelt haben. Dann nehmen wir lieber die mechanischen Teile mit. So, 151. Okay, gut. Jetzt sind wir hier wieder auf der Straße. Dann folgen wir dieser doch einfach mal hier Richtung Norden. Und gucken mal, ob wir unterwegs noch Wracks finden, die... Also das wäre mir jetzt hier zu schade, das zu zerlegen. Aus dem Grund, weil da ja noch viel mehr an Kram bei rauskommt, als nur Sprit und ein bisschen Geraffel. Aber guck mal, 15% wieder. Ja, yeah. Schade, das Wrack, was hier steht, ist auch eins der größeren. Aber wenigstens verändert sich die Nacht ein wenig. Wir sehen mehr. Toll, alle Wracks, die hier stehen, sind nur solche. Ja, Kreuzchen, hilf mir mal. Nicht du, du Hirsch. Geh mal weg hier. El Zombie. Ja, das könnte eins werden. Wir werden das hier mal auseinandernehmen. Ist der Zombie noch auf dem Weg? Ja, irgendwie schon. Oh nö, der hat sich das dann jetzt doch wieder anders überlegt. Ich finde das wahrscheinlich auch doof jetzt hier, ne? So, was war das jetzt hier? Eisenrohr. Scheinwerfer, ne? Na? Klebeband, Stoffhetzen, die habe ich aber hier noch drin.
Die will und will aber auch nicht weggehen, die Alte, ne? So, jetzt habe ich hier wieder wenigstens, habe ich hier vollgetankt eigentlich? Hatte ich überhaupt was geerntet gehabt? Geerntet sei schon auseinandergenommen? Ja, eigentlich schon, ne? Komm, wir fahren mal weiter. 22% haben wir schon wieder. Und das könnten wir auch zerlegen. Reparieren. Und wenn ich schon mal dabei bin, repariere ich das auch gleich mal mit. Einfach nur für den Fall der Fälle. Man weiß es ja, man steht einsam irgendwo in der Gegend rum. Was verliere ich jetzt gerade? Benzin. Das ist dumm. Deswegen mache ich den ganzen Spaß ja hier. Dann lasse ich lieber die kurzen Eisenrohre hier irgendwo fallen, wenn ich denn welche aufnehme. Was bist du? Eisenrohr. Und du? Eisenrohr. Und das ist mir egal. So, sehr schön. Wobei, jetzt könnte ich sie ja wieder aufnehmen und kann sie auch wieder zerlegen. Ja. Lou mit vollen Taschen, wie immer, ne? Das Übliche. So, dann würde ich jetzt einfach gerne der Straße folgen. Jetzt haben wir jetzt wieder 51% Sprit. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Der Straße folgen, damit wir nicht in irgendeine Pfütze hier reinfahren. Das muss ja nun mal nicht sein. Ansonsten, ja, was bringt die 183B4 noch mit sich? Ich glaube, Jen, also die Händlerin, hat endlich, das ist ja schon fast eigentlich eher ein Running Gag, hat endlich ihre eigene Stimme. Ich bin ja mal gespannt, wann wir das erste Mal auf eine Jen treffen, weil das wird mich ja dann tatsächlich... Hallo, Herr Bear! Das würde mich ja tatsächlich mal interessieren, wie die so klingt. Nachdem wir sie ja Folge für Folge immer nur als irgendwie Mann haben sprechen hören. Aber gut, jetzt soll sie endlich ihre eigene Stimme haben. Ein bisschen was anderes wurde noch verbessert. Aber wie gesagt, genaueres in der Videobeschreibung. So heißt das Ding, was ich vorhin gesucht habe. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Könnten wir querfeldein? Macht das Sinn? Na, nicht unbedingt. Könnten wir, aber wer weiß, was da alles auf uns zukommt, gebäudetechnisch oder auch bergtechnisch. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, folgen wir dem Straßenverkehr. Vielleicht noch einen Wrack zu looten, das sieht nicht so aus. Das da hinten vielleicht, aber hier wäre jetzt auch schon meine Abbiegung. Von daher lassen wir das mal so, wie es ist. Oh, guck mal. Was ich noch interessant finde, in der Patch Note, also der Erklärung zu dem Patch, steht drin, dass es mit Hochleistungs-Nvidia-Grafikkarten, glaube ich, war da die Bezeichnung, noch bestehende Probleme gibt. Jetzt frage ich mich und frage ich euch, was sehen die Funpimps als Hochleistungs-Nvidia-Grafikkarten an? Wenn dazu nämlich auch eine Vega Pro 64 zählt, lässt das ja noch hoffen, dass die vielleicht, wenn es da einen Fehler gibt, einen Bug gibt, dass die da noch ein bisschen was pimpen können. Funpimps. dass sie da noch ein bisschen was nachverbessern. Dass sie noch ein bisschen was verbessern können, dass die Frames einfach nicht so stark droppen. Oder jetzt hier, also ich meine, bei Nacht, man sieht jetzt nicht so viel. Ich meine, gut, das muss trotzdem gerendert werden. Ist ja scheißegal, was wir sehen oder nicht sehen. Nichtsdestoweniger haben wir gerade lockere, ja, 28 oder wenn man mal beide Augen zudrückt, auch zwischendurch mal 30 Frames. Das ist ja nun mal nicht der Rede wert. Ja.
Von daher wäre es natürlich noch geiler, ein Spider, wäre es natürlich noch geiler, wenn die tatsächlich da ein Problem festgestellt haben, an dem sie noch arbeiten können und noch was machen können. Das, hoppala. Da hoffe ich ja dann tatsächlich doch, dass da vielleicht nochmal was kommt. Also. Eine Problemlösung sozusagen. Mit dem nächsten Update oder sowas. Dann mache ich lieber schnell die Tür zu, bevor mir der Spider hier noch irgendwie durchs Tor hoppelt. Aber das Doofe ist natürlich, wenn jetzt hier ein Spider rumläuft. Ja, wow. Ich gehe mal aus der Fackel raus. Hier ist mir damit doch ein bisschen zu hell. Wenn hier ein Spider rumläuft, nee, rückwärts hüpfen, so. Heißt das umgekehrt natürlich auch, dass der relativ einfach hier oben hoch kann. Aber ich bin der Meinung, ich hätte hier alles so weit versiegelt, dass der nirgendwo ran kann. Aber gut. So, dann die ach so vollen Taschen mal wieder ein bisschen entleeren. Und aufpassen, dass ich nicht in alles doppelt und dreifach reingehe. Das wäre schon mal von Vorteil. Deswegen gucke ich jetzt gerne ruhig mal ein bisschen länger hier rein, bevor ich raus und wieder rein und raus und wieder rein und, naja, ihr kennt das. So, Lederstoff, da habe ich auf jeden Fall hier dieses Nähset und auch die Stofffetzen sind mir eindeutig zum Lesen zu viele Fs. Ich weiß, grammatikalisch richtig, aber nichtsdestoweniger sind mir das einfach zu viele Fs. Baseballmütze, die ich sage, Hitze ganz famos, deswegen nehmen wir einfach mal mit, was ist denn los? Die kann ich ja, glaube ich, upala, nee, die kann ich nicht modifikationieren, deswegen bleibt sie mal so. Waffeln, da hätten wir hier noch eine Pistole, komm, die können wir jetzt auch einfach. Hätte ich vorher machen können, weil ich glaube, ich hatte. Nee, Waffenteile hatte ich nicht in der Tasche. Doch, oder? Ich weiß es nicht. Doch, nee. Ja, nein, vielleicht. Okay, dann sind wir jetzt hier auf der Dingens. Das Ding durch. Händler. Haben wir hier was für den Händler? Den würde ich, glaube ich, nicht verkaufen wollen. Einfach für den Fall, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Schmiede aufbauen. Dann hätten wir tatsächlich. Ach, was können die denn? 9 und 2, 10 und 2. Interessant. Kann man den verkaufen? Ja, aber bringt jetzt nicht so die Welt. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nee, ja, nee. Nee, nee. Technik. Da haben wir das Klebeband. Das da, das hier. Dieses dort. Ach, guck mal einer an sie da. Nee, dann können wir den, was bringt der 100? Dann können wir den auch verkaufen. Das, wenn ich sowieso schon einen habe, dann kann ich auch einen verkaufen. So, Parts. Da haben wir die Waffenparts und die Armbrustparts. Und das mit diesen Parts habe ich tatsächlich. Es tut mir leid, noch nicht so wirklich begriffen, wie viele Parts ich für welche Waffe brauche, aber ich habe ja auch noch nicht so wirklich, ich troll beim Händler hätte ich jetzt, ne, ich sag noch, ich will da länger reingucken, damit ich nicht und trotzdem. Und auch in der Technikkiste. So, hier wäre es mal hier unten einschmelzen, das Messing, das Blei, noch irgendwas, was wir schmelzen können, hiervon. Müssen wir jetzt nicht alles mitnehmen. Das ist übrigens sehr gut, dass wir so viel Gekröse da unterwegs einsammeln. Das schadet ja nicht, ne? Außer natürlich, was den Taschenplatz angeht. Das ist schon. Ich tausche das mal. Ich weiß auch gar nicht, wofür schleppe ich eigentlich noch eine Steinaxt mit mir rum. Klar, zum Reparieren hier im Haushalt, aber eigentlich. Wahrscheinlich habt ihr euch das jetzt schon seit so vielen Folgen gedacht. Mensch, Lou, warum zum Henker trägst du so viele Sachen mit dir rum? Brauchst du alles gar nicht? Ja, warum habt ihr nicht mal eher was gesagt?
Komm, die packen wir jetzt auch erstmal wieder hier rein. So viele Einser Eisenschaufeln. Würde ich, klar, könnten wir die jetzt noch leer schaufeln, sage ich jetzt mal. Aber ich würde sie gerne trotzdem einschmelzen. Das hat ja so keinen Wert. So, dann haben wir hier die Knochen noch, ein bisschen Nitrat. In Baumaterialien kann ich dann hier, ach guck mal, Zement. Du bist durstig. Oh, dann hier, komm. Nee, nicht fallen lassen. Benutz mal den Juckersaft. Und während du dir so einen vor dich hinschlürfst, nehmen wir jetzt hier mal den Erste-Hilfe-Kasten und ballern da jetzt mal den Erste-Hilfe-Verband rein. Hier so ein bisschen Blutgedöns Vitamine. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir für ihr Tränkekrams. Hier, pop, plop. Mann, 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 Mann. So, das ist das. Und dann würde ich hier in die Ablage gerne erstmal den Kram drin ablagern. In der Hoffnung, dass ich davon nichts brauche, damit ich jetzt hier erstmal die Taschen frei habe, um alles aus meinem Minibike mitnehmen zu können. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Sehr schön. Dankeschön. Hier. So, wie mir dann mein kleiner Timer verrät, sind wir eigentlich auch schon am Ende einer Folge wieder angelangt. Mal wieder, das geht irgendwie immer manchmal echt so flott. Wo zum Henker? Ist das nur einer oder sind das mehrere? Ah, es sind mehrere. Oh, unser Beet. Ne, es ist glaube ich nur einer, ne? Weißt du, der wird nur kurz die Folge beenden, ne? Da muss ich dann da nochmal wieder jemand aufdrängen. So, jetzt habe ich hier vielleicht sogar auch einen Screenshot, wer weiß. Ansonsten gucke ich mal, ob ich vielleicht das Floating Minibike noch aus dem Dingens rausschneiden kann. Ich war, glaube ich, hier bei Kleidung drin. Ach Gott, was wir für viele Klamotten haben. Hör mal, ne, was ist das schön. Hör mal. Ja, dann sollte ich vielleicht auch alles an Kleidung hier reinpacken, was ich so mit mir rumschleppe. Und dann würde ich sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Und in der nächsten werden wir mal unser ganzes Gekröse, was wir hier... Ja klar, wir fahren das Holz zum Händler. Dann die Dinge zum Händler fahren, die wir sowieso nicht mehr brauchen. Und mal ein bisschen verkaufen, ein bisschen Kohle machen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!